In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ein großer Krug entstehen kann mit Hilfe von der Plattentechnik. Also ich bin ein begeisterter Hersteller von Plattentechnik. Ich mag das sehr, dass es eigentlich relativ schnell herzustellen ist, eine neue Form dadurch entsteht. Schneller eigentlich als auf der Töpferscheibe oder auch anders oder mit der Wulsttechnik. Man kann diesen Film jetzt hier als Tutorial für sich verarbeiten oder einfach nur zuschauen. Ich versuche immer alles möglichst so die wichtigen Dinge zu erklären. Man sieht, man braucht zwei Platten bei der Plattentechnik, um halt vorne und hinten die Seite zu haben, und man muss die ja verbinden, und dazu brauchen wir zwei Streifen. Und ich mache immer noch so ein paar schöne, niedliche Sachen ran, einen dünnen Streifen oder noch, ach, was weiß ich, andere Sachen. Hier forme ich gerade die Tülle. Jetzt kommt dieser Streifen, den ich gerade meinte. Und dann kommt natürlich noch der schöne Henkel. Ganz so schnell, wie man das hier immer so sieht, funktioniert das natürlich im wahren Leben nicht. Klaro, man muss alles immer ein bisschen trocknen lassen. Das ist eigentlich der Trick an dieser Sache. Entweder ich mache das manchmal im Schnellverfahren mit einem Föhn, kann man das alles mal ein bisschen antrocknen. Oder ich lege das sogar, wenn ihr einen kleinen Backofen habt, könnt ihr das auch kurz in den Backofen mal so für 10 Minuten bei 100 Grad antrocknen lassen. Dann kann man da weiter modellieren und muss nicht ewige Minuten warten, bis das dann endlich mal trocken ist. Weil sonst seht ihr ja, das muss man wirklich alles stützen, das ist viel zu weich, das fällt dann zusammen. Und ich nehme da ganz viel Papier immer zum Stützen. Und hält es. Also jetzt ist da schon die eine Seite schon ein bisschen getrocknet, ne? Sonst würde das überhaupt nicht funktionieren. Und jetzt kann man sehen, dass man das, irgendwann ist das nur nicht fest da unten an dem Holz, aber ich nehme absolut gerne Holz, weil da kann das richtig gut fixiert sein und ist auch jedem zu empfehlen, das so zu machen, nicht auf Plastik oder so, das ist nicht so gut, weil man will das ja danach noch bearbeiten können, und dann kann man das wunderbar auch von diesem Holz abschneiden. Und bei den anderen Mitteln, da klebt das zu sehr. So ist es für mich die einfachste Lösung immer zu nutzen. Muss man immer so sehen. Ne? Und jetzt wird das halt wieder alles, was man halt immer wieder alles wiederholen muss. Jede Kante muss man einritzen. Entweder ich habe da so eine wunderbare, schöne alte Zahnbürste, die ist genial. Und mache da Schlicker ran. Der Schlicker ist dieser Kleber, bei uns in der Keramik nennt man das Schlicker, einfach flüssiger Ton, also mit Wasser verbundener alter Ton, so rum, ach Gottchen, genau, das nennt man Schlicker und das ist der Kleber dafür. Und das verbindet man immer alles wunderschön, damit das dann nachher auch dicht ist, der Krug, sonst können wir den ja nicht verwenden. Ne? Jetzt mache ich da die schönen Füße ran, natürlich nicht die Füße, die man da sieht, aber wir wollen ja wunderschöne Füße haben, und die mache ich da jetzt immer ran. Dann kommen da noch schöne Kanten ran und so weiter und so fort. Und wie das manchmal dann im Leben so ist, ich verändere das dann immer irgendwie, wenn das dann nicht so wird. Manchmal weiß das ja auch keiner, wie es eigentlich aussehen soll hinterher. Ne? Und dann mache ich das natürlich auch ein bisschen anders. Also mit der Tülle war ich überhaupt nicht zufrieden. Ich habe da bestimmt 3 Stück ranmodelliert. Die letzte könnt ihr gar nicht mehr sehen, da habe ich es dann irgendwie schlecht gefilmt. Aber sie ist dann irgendwann rangekommen. Es ist wirklich manchmal nicht so einfach, wenn man da so ganz unzufrieden ist, wie das dann aussieht. Da muss man sich dann wirklich umentscheiden und sagen, okay, ich mache es jetzt anders. Ja, hier kann man das sehen, dass ich die erste Variante anmodelliert habe. Dann muss man natürlich diese Zwischenstelle abschneiden oder abbrechen und miteinander verbinden. Kann man auch vorher schon machen. Das ist wirklich so eine Talentsache, wie man das am besten so für sich entscheidet, wie man das kann. Aber mir hat die Tülle überhaupt nicht so gesagt, das sah aus wie so ein Kuhschnabel oder so, keine Ahnung. Also es sah gar ganz fürchterlich aus. Ja, und dann muss man natürlich noch den Henkel anzaubern und so schön formen, wie man den haben möchte. Am Ende noch ein bisschen stützen, damit er nicht gleich runterfällt, weil die Schwerkraft zieht dann halt immer ein bisschen alles nach unten. Deswegen stütze ich das immer noch eine Weile, bis es wenigstens ein bisschen angetrocknet ist.
Oder halt, wie schon erwähnt, mit dem Föhn. Das geht natürlich auch, ne? Dann muss natürlich dieser Krug ein paar Tage trocknen, bis er wirklich richtig trocken ist. Dann darf ich ihn das erste Mal brennen. Dieser erste Brand, den nennen wir im Fachjargon Sprühbrand. Hier sieht man ihn jetzt. Jetzt darf ich ihn anmalen. Und ich weiß dann schon immer vorher, wie er ungefähr aussehen soll. Ich male das extra jetzt nochmal, damit man das nachvollziehen kann mit dem Edding vor, damit man irgendwie sieht, was da so mal entstehen soll und zeige, wie das dann farblich sich verändert. Ich mag es sehr, immer diese Frauen, ne? Immer diese schönen Frauen, die mag ich total gerne, die man da so schön zeichnen kann. Frauen sind ja auch was Schönes auf dieser Welt, oder? Und dann verbunden mit diesen schönen floralen, wie sagt man dazu, Symbolen oder ich weiß auch nicht. Und dann bunt, natürlich, ich male immer alles gerne bunt an und das auf jeder Seite. Und dann wird das ein wunderschöner Krug. Den müssen wir natürlich dann nochmal brennen. Das geht dann nicht alles ganz so schnell immer in der Keramik. Das ist leider so. Den wird dann nochmal farblos oder transparent, sagt man dazu, glasieren. Weil jetzt male ich ja alles mit in Engobe an. Und dann kommt der nochmal bei circa 1200 Grad in den Brennofen und wird fertig gebrannt.